Das Haus sieht genauso aus wie das nebenan. Und wie jedes andere aus der Nachbarschaft. Aber noch etwas ist hier. 1982. Produzent Steven Spielberg und Regisseur Toby Hooper ziehen aus, dem Kinopublikum das Fürchten zu lehren. Poltergeist. Er weiß ganz genau, was ihnen Angst macht. Poltergeist. The Others. Hereditary. Das Geisterhaus im Film hat viele Gesichter. Doch egal, ob es im Baumhaus spukt, in der kalifornischen Neubausiedlung oder in einer viktorianischen Villa, die Klaviatur der Horroreffekte ist dieselbe. Unerklärliche Schritte, die Dielen knarzen, eine Tür öffnet sich von selbst, gellendes Schreien. Doch Geisterhäuser gibt es nicht nur im Film. Das Internet ist voll von Stories über vermeintliche Spukhäuser. Ein sagenumwobenes Exemplar findet sich am Rande von Köln. Die ehemalige Villa Oppenheim am Fühlinger See. Auf dem Schlachtfeld von Worringen gelegen, diente das Anwesen in der Zeit des Nationalsozialismus als Schlaflager für Zwangsarbeiter. Einer soll dort unschuldig erhängt worden sein. Die Gruselgeschichten setzen sich fort. Zwei Männer haben sich in dem Herrenhaus das Leben genommen. Diese Suizide sind aktenkundig. YouTuber wollen darüber hinaus einen Dämon gefilmt haben. Außerdem kursieren Fotos mit seltsamen Lichtreflexen. Tote Seelen? Geister? Alles Unfug. Meint Tom Pedal. Der Geisterjäger aus Wuppertal ist ausgerüstet mit Infrarotkamera, Tonband und Magnetfeldmessgerät. Das misst elektromagnetische Felder, weil es gibt die Theorie, dass wenn Geister sich manifestieren oder wo vorhanden sind, dass sich dann ein Magnetfeld bildet. Gemeinsam mit einem 11-köpfigen Team und seiner Hündin Bella besucht Tom Pedal Orte, an denen es spuken soll. Orte wie das Haus Fühling. Aber klar, es ist sozusagen vom Objekt her, man versteht schon, warum hier Gruselgeschichten sind. Klar, es ist so abgelegen. Es ist ein altes Haus. Dann hast du hier einen Wald. Die Straße ist etwas ruhiger, du bist abends hier entlang. Hast vielleicht vorher noch einen Horrorfilm geguckt und dann siehst du dieses Haus. Und siehst vielleicht irgendwo, dass vielleicht eine Lichtspiegelung passiert. Oder der Mond irgendwie so scheint, dass etwas gespiegelt wird. Und dann kann es sein, dass man sich in Film fährt. Der Ghost Hunter jedoch kann hier keine paranormale Aktivität feststellen. Er versteht sich als Aufklärer und möchte nicht, dass unseriöse Medien die Ängste der Menschen zu Geld machen. Sich und sein Team nennt er bodenständig, rational. Also man kann einfach vieles, wirklich sehr, sehr vieles kann man erklären. Und aber das, was übrig bleibt, das ist dann das Interessante. Tom Pedal glaubt an Geister. Wir wollen einfach gucken, was so vielleicht noch da ist von der Vergangenheit. Und auch aufklären, dass die Menschen nicht so in Ängste getrieben werden, wenn mal so ein Geist oder etwas Unerklärliches auftritt. Also Geister müssen nicht unbedingt böse sein? Nach meiner These sind Geister gar nicht böse, sondern einfach neutral ausgerichtet und wir machen aus denen Bösartiges. Ein guter Geist wohnt bei Annika Feldherr. Davon zumindest ist die Sonderpädagogin, die eigentlich anders heißt, überzeugt. Wenn ich drüber nachdenke, wie sie aussehen könnte, dann ist das für mich eigentlich so ein Fräulein aus den 50er Jahren, wie man sich das so vorstellt. Ne? So ein bisschen katholisch, sehr trocken und ein bisschen steif. Die halt ihr Leben lebt und die nicht loslassen kann. Vor 2 Jahren haben die Feldherrs ein Haus in Dortmund gekauft. Ein schönes Objekt aus den 1920er Jahren mit Holzboden, Erker und Walmdach. Licht durchflutet. Ein Ort zum Wohlfühlen. Natürlich hat mir der Treppenflur gefallen, als ich hier in dem Haus stand, aber da hatte ich noch nichts anderes gesehen. Also es war wirklich hier reinkommen und schockiert sein und Gänsehaut kriegen. Die Wirkung des Hauses hat für Annika Feldherr nicht so sehr mit dessen Architektur zu tun. Vielmehr nimmt sie eine ihr unerklärliche Energie wahr. Eine Energie, der sie mit ihrer Heilpraktikerin auf den Grund gehen wollte. Ich habe die hier durchgeschickt, bevor wir eingezogen sind, dass einfach nochmal so geguckt wird, wo sind gute Energien, wo sind weniger gute Energien, welcher Raum eignet sich für was. Und dabei ist ihr halt auch unser kleiner Hausgeist begegnet. Ein kleiner guter Hausgeist, ein Fräulein aus den 50er Jahren. Es darf bleiben. Alle anderen Geister hat die Heilpraktikerin vertrieben, mit Weihrauch. Sicherlich, das ist esoterisch. Doch Ausräucherungen finden auch in Altenheimen statt.
Überhaupt hat Annika Feldherr die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen aufgeschlossen auf ihren kleinen Spleen reagieren. Das deckt sich mit den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Derzufolge geben fast 3/4 der Deutschen an, schon einmal eine übersinnliche Erfahrung gemacht zu haben. Wir haben auch 2 Katzen, die manchmal vom Wohnzimmer aus in den leeren Flur starren. Ganz komisch. Alles fing damit an, dass mein altes Schnurlostelefon, mit dem meine Tochter immer spielt, plötzlich laut anfing zu klingeln. Ich werde in meiner eigenen Wohnung von schrecklichen Geräuschen heimgesucht, die sich anhören, als würde jemand in der Ferne vor Schmerzen schreien. Wer glaubt, dass es bei ihm spukt, ist für rationale Argumente oft nicht mehr zugänglich. Jeder Luftzug scheint die Existenz der Geister zu bestätigen. Alles Spinner? Naja, Hand aufs Herz. Wer möchte freiwillig in eine Wohnung ziehen, in der sich jemand das Leben genommen hat? In Immobilienkreisen spricht man in solchen Fällen nüchtern von einem merkantilen Minderwert. Dass der Glaube an Geister aber auch tröstlich sein kann, beschreibt Regisseur David Lowery 2017 in seinem poetischen Film A Ghost Story. Wir bauen unser Vermächtnis auf Stück für Stück. Und vielleicht wird sich die ganze Welt mal an dich erinnern oder vielleicht auch nur ein paar wenige Menschen. Aber man tut, was man kann, um sicherzugehen, dass man auch noch hier ist, wenn man fort ist.